egal was ich mir wünsche oder was ich gerne haben wollen würde, ist, es geht einfach, es wird nicht mehr so wie früher, weil einfach zu viel passiert ist, weil du mich betrogen hast und es tut einfach unglaublich weh. Es ist die Kaltmiete, kein Warmmiete. Die ist echt super. Es ist doch, ja. Aber ich habe so ein Gefühl, es wird ewig, ewig lange dauern, bis wenn wir eine passende Wohnung finden. Also alles ist. Hätte ich das vorher gewusst, dann hätte ich dir meine Wohnung gegeben und hätte die nicht untervermietet an diesen Vollidioten. Ja. Das wäre natürlich auch eine Möglichkeit. Aber macht dir nicht so einen Stress. Wir finden schon, was passend ist. Vielleicht haben wir ja dabei mal Glück. Ja. Es ist wirklich Zeit, oder? Ja. Du musst dich ein bisschen entspannen und mal auf andere Gedanken kommen. Nur Wohnung gucken macht dich doch kirre. Ja, du hast recht. Ich hab auch eine Idee. Du hast recht. Ich würde was essen. Was ist mit der? Jetzt muss es nur funktionieren. Hm? Eins Schlafzimmer. Möchtest du in meinem Schlafzimmer schlafen? Zusammen? Aber halt kein so ein Bett. Oder so, Bankbett. Ich ein Hostel. Nicht lesen. Überraschung. Jetzt muss die Überraschung nur rein. Auf dem Klo sein? Oh. Hey, Peggy! Joe! Ja gut, Peggy bist du jetzt nicht. Ey, Peggy, du siehst etwas anders aus. Hallo. Guck mal, die Arme sitzt hier die ganze Zeit und guck nach Wohnungen. Wir suchen Wohnungen, die sind alle zu teuer. Ja. Peggy ist gerade in der Dusche. Braucht ihr jetzt Peggy oder? Oh ja, doch, wenn sie duschen ist, kannst du uns gerne mal reinlaufen. Um Gottes Willen. Na, wir vermissen euch. Ihr fehlt. Ich hoffe, euch geht's gut. Und ich brauche noch mal kurz deine Hilfe wegen diesem Sicherungskasten. Tschüssi. Tschüss, Joe. Morgen. Wollt ihr vielleicht auch einen Kaffee? Ja, hatten wir schon. Ich komme. Warum machst du immer so rum? Ich habe meinen Lippenstift nicht gefunden. Ja, und ich muss die Tests schreiben und komm zu spät. Ja, nein, du kommst nicht zu spät. Komm, das okay, Leute, tschüss. Ciao. Ciao. Gehst du schon? Ja, ich mach mich dann auch schon mal los. Tschüssi. Mach's gut. Hey, hey, hey. Warte mal kurz. Du kommst zu spät zum Testen, hab ich gehört? Nein. Ja, danke ihr. Ich hatte ein Auto. Ich kann nicht fahren. Ich muss zwar erst zur dritten da sein, aber egal. Alles easy, ich mach das schon. Nein, machst du nicht. Wir brauchen deine Scheißhilfe nicht und Lynn kommt pünktlich zum Test. Ja, aber sie bekommt trotzdem pünktlich zum Test. Ich habe ein Auto, wir sind viel schneller da, müssen eh beide dahin. Denkst du wirklich, sie setzt sich noch einmal in irgendein Auto mit dir, um in deiner Nähe zu sein, Alter? Du kannst dir diese ganze Lächel nicht so dumm. Du kannst dir diese Hoffnung nehmen und in deinen Arsch schieben, okay? Das war's. Komm, Lynn, Lynn, du weißt selber, dass es. Es interessiert keinen. Oh, behalt deine Argumentation für dich, komm. Fest gefärbt oder keine Ahnung. Lynn? Boah, halt's Maul jetzt. Komm. Ey, das habe ich mir doch gerade nicht eingebildet, oder? Lynn hat mich genauso angeschaut wie früher. Und wenn Chiara nicht gewesen wäre, dann wäre sie auch safe mit mir gefahren. Ich glaube, es ist gut, dass ich wieder in der WG wohne. So bin ich viel näher an Lynn dran. Ich bin immer noch auf der Suche für Wohnungen und. Ja, was? Ich merke schon, dass du dich hier nicht ganz so wohl fühlst, weil du hast nicht mal deine Sachen ausgepackt. Oh, ich meine, ich fange an sofort. Also alles. Ja, komm, beruhig schon. Dich erstmal. Was ist los? Nichts ist los. Wegen Wohnung. Nee, komm schon, Quatsch, dein Papa. Nee, komm schon, Quatsch. Denkst du, ich bin blöd, Mama? Ich kenne dich, ich bin dein Sohn. Du fühlst dich ja extrem unruhig, wegen Bruno. Du wolltest doch auch gar nicht herziehen, also komm schon, es ist nichts schlimm. Er möchte sich um mich kümmern. Ich will das nicht, so einfach ist das. Aber ich, alles das gut. Das ist der Punkt, du möchtest das nicht. Deswegen müssen wir eine Lösung finden, wie du schnellstmöglich hier rausgehst. Aber ich suche schon eine Lösung. Es ist nicht so einfach, eine Wohnung zu finden. Das verstehst du schon, oder? Natürlich verstehe ich das. Aber es gibt bestimmt noch eine andere Möglichkeit. Auf der Straße? Basti. Ach, nö. Nö, nicht ohne dich. Ich gehe natürlich nicht zu Basti, das werde ich mir nicht antun. Genau, und ich gehe nirgendwo hin ohne dich, also da. Ich bleib hier. Ich komme schon klar, alles gut. Ich verstehe mich jetzt zwar nicht mit allen so prickelnd, aber ich bin noch ein starker Typ. Vielleicht möchtest du hier bleiben wegen Lynn? Das spielt doch jetzt gar keine Rolle, oder? Es geht hier um dich und dass du wieder glücklich bist und vernünftig dich auch irgendwie wohl zu Hause fühlst und nicht diesen Stress hier hast mit Bruno. Hast du schon an der Arbeit, was ich übrigens auch nicht cool finde, aber es ist noch akzeptabel. Du musst nicht noch mit ihm zusammen und nein, keine Widerrede. Nicht um dich. Ich bin auch nicht böse auf dich, okay? Geh ruhig zu Basti. Mach das. Gott, bin ich stolz auf dich. Okay?
Ich lasse es durch den Kopf gehen. Du lässt es nicht nur durch deinen Kopf gehen, du klärst es mit Basti, okay? Ich gehe jetzt zur Schule und wenn ich zurückkomme, ist das geklärt. Ja? Mach dir keine Sorgen um mich, ja? Okay. Ciao. Hab dich lieb. Ich dich auch. Lina, ich komme. Los. Wenn die anderen und sogar Lin Sina die ganze Scheiße verzeihen, müssen sie mir doch auch irgendwann verzeihen. Mit Hühnchen. Nein! Nein! Wir machen Video. Foto Video. Oder Video? Video. Video. Ja, können wir cool sagen. Stimmt. Okay. Was sagen wir? Happy Birthday! Feier schön! Geburtstag! Und gute! Und bessere! Und was? Schön! Tschüss! Feier schön! Was geht, Jonas? Warte, lass doch noch ein Bild machen mit Jonas drauf. Oder noch ein Video. Oh, ja, komm nach hinten, komm nach hinten. Mein Akku ist alle gegangen gerade. Amelie, gib dein Handy, dann mach ich. Ich hab keinen Speicher nicht mehr an. Ich bin für meine sogenannten Freunde echt nur noch Luft. Es fühlt sich echt scheiße an. Geht leider nicht. Leute, ihr braucht mich nicht zu verarschen. Jetzt, was? Wir haben jetzt ja schon ein Video gemacht und ein Foto, deswegen, das schicken wir jetzt ab. Du kannst ja einfach selber ihm das schicken von deinem Handy. Oder wir machen halt noch einen. Wir müssen gleich auch los. Ja, voll. Euer Ernst jetzt, wegen dem Video? Müsst ihr mir hier eine Show vorspielen, oder? Nee, es liegt eher an dir und weniger an dem Video. Du bist eigentlich gerade auch nicht in der Position. Aber wir haben es ja jetzt geklärt. Dein Ernst ist es auch? Lass sie doch einfach in Ruhe. Sina, ich kann auch alleine sprechen, ne? Was soll mein Ernst sein? Ja, ist es. Keine Ahnung, was du meinst. Alles klar, ich verpiss mich ja schon wieder. Den Scheiß muss ich mir echt nicht geben. Vorhin dachte ich echt kurz, ich hätte irgendwas Nettes in ins Auge gesehen. Aber da habe ich mich wohl komplett geirrt. Chef, was machst du schon hier? Sollst du nicht eigentlich in der Schule sein? Sollst du nicht eigentlich in der Schule sein? Was geht dich das an? Jonas, du weißt doch, dass wir gestern das Gespräch hatten mit Frau Emeling. Jetzt willst du eine Standpauke halten? Oh, Jonas, bitte geh zur Schule. Oder was willst du von mir? Nein, möchte ich nicht. Ich will dir nur sagen, dass wir das Gespräch hatten, wegen deinen Fehlzeiten, das mit dem Lehrer, und dass du dich da vielleicht ein bisschen am Riemen reißt. Ich krieg das schon hin, okay? Mach dir mal keine Sorgen. Okay, nutz die zweite Chance einfach. Und wenn irgendwas ist, ich bin auf jeden Fall da für dich, ja? Super, kannst immer du bist auf mich da erzählen. Für mich. Richtig. Ja, Mama hat mir schon erzählt, dass du dich ja so gut für mich eingesetzt hast. Wow, Bruno, der Held. Willst du jetzt ein Danke hören von mir, oder was willst du? Muss nicht sein, nein. Nee? Ich will nur, dass du dich anstrengst, mehr nicht. Dass ich mich anstrenge. Weißt du was? Ich brauche deine Unterstützung gar nicht. Ich brauch's auch nicht, dass du dich für mich einsetzt. Ich komme ganz gut ohne dich klar. Ich will nicht mehr so ein Vorbild haben wie dich. Ansonsten wird aus mir genauso ein Loser. Oder ist es schon geworden, weil der Apfel fällt nicht weit vom Stamm, ne? Also, fuck mich einfach nicht mehr ab. Ups. Der wird morgen früh aber komisch schmecken. Und du hast hier irgendwie so ein... Sorry. Kann ich jetzt alleine sein, bitte? Kannst du mich bitte alleine lassen? Es tut mir leid. Vielleicht war ich in der Schule wirklich ein bisschen zu hart zu dir. Ich
Mann, ich will gar nicht so scheiße zu dir sein. Aber Mann, mir bleibt einfach nichts anderes übrig. Egal, was ich mir wünsche oder was ich gerne haben wollen würde, es geht einfach, es wird nicht mehr so wie früher, weil einfach zu viel passiert ist, weil du mich betrogen hast und es tut einfach unglaublich weh. Aber ich darf nicht so scheiße zu dir sein. Es tut mir leid. Es läuft einfach alles kacke gerade. Joe hat mich im Stich gelassen. Ich musste mit meinem Arschlochvater wohnen. Und ich habe die Frau, die ich über alles liebe, einfach so krass verletzt und kann es einfach nicht mehr rückgängig machen. Hätte Joe einfach in den Knast gehen können. Wäre vielleicht einfacher gewesen. Auf sowas zu sagen. Sorry. Ich muss meine Mom verabschieden. Wie verabschieden? Sie zieht zu Basti. Aber ich bleib hier, weil mit Basti und Sina zusammen wohnen ist, glaube ich, nicht so die beste. Ich wollte nur Tschüss sagen, ne? Ja, ich helfe dir noch kurz runtertragen. Ey, hast du geweint? Was ist los? Alles gut. Bist du sicher? Nein, es ist nicht wegen dir, mach dir keine. Bist. Alles gut, es hat nichts mit dir zu tun. Alles gut. Ich freue mich für dich. Okay, aber pass auf. Ich werde uns die allertollste Wohnung finden. Versprochen. Es wird nicht so lang dauern. Mach dir jetzt erstmal keine Sorgen um mich. Geh erstmal zu Basti, da bist du gut aufgehoben. Und schau mal einfach weiter, ja? Ich krieg das schon hin. Ne? Ich hab dich so lieb. Ich dich auch. Kuno, wie sieht's aus? Das wär's schon. Soll ich ganz lieb auch Chiara noch mal grüßen? Ja. Sie wird dich vermissen. Und ich dich auch. Ich dich auch. Und zwar noch nicht so lange hier, aber du ja auch nicht, aber egal. Ich bin die allerbeste Mitbewohner, oder? Ich weiß. Pass auf dich auf. Okay. Aber du wohnst ja um die Ecke. T-Shirt. Und sag Tschüss zu Lüne für mich, ne? Wir sehen uns bald. Okay. Ah, zweites Mal Tschüss, Wohnung. Ich komm gleich. Lynn hat mich eben gerade wirklich auch angeschaut. Und sie ist auch nicht ausgeflippt, dass ich hier wohnen bleibe, obwohl Mama geht. Ey, ich glaube wirklich, dass tief in ihr drin sie sich sogar freut, dass ich hier wohnen bleibe. Ich hoffe es auf jeden Fall. Lynn ist jeden Stress mit Bruno wert. Hi. Ich wollte wegen vorhin noch mal mit dir sprechen. Also, ich verstehe halt nicht so ganz, wie du jetzt weiter mit deinem Vater zusammenwohnen kannst und nicht mit deiner Mama mitgegangen bist, wenn er so scheiße ist. Du weißt doch ganz genau, dass ich nur wegen einer Person hier bleibe. Wollen wir uns vielleicht einfach hinsetzen, wenn du reden möchtest?
Ja, aber nur, weil es hier so bequem ist. So, guck, so. Es ist halt bequem. Deswegen kann man sich schon mal hinsetzen. Also, willst du irgendwie noch mehr erklären, warum? Sorry. Tut mir leid, dass ich hätte das nicht machen sollen. Ich dachte nur, vielleicht... Was dachtest du vielleicht? Scheiß drauf, war einfach dumm von mir. Ich weiß ja, du hasst mich und so. Jonas, das hat mit Hassen überhaupt gar nichts zu tun. Gar nicht, aber... Natürlich hatten wir schöne Zeiten, natürlich gab es tolle Momente und natürlich denke ich auch an die Zeiten gerne zurück, aber dieser Betrug, der geht mir einfach nicht aus dem Kopf und den kann ich nicht vergessen und den kann ich auch einfach nicht verzeihen. Ich kann dir einfach nicht mehr vertrauen und deswegen ändert sich meine Entscheidung nicht. Ich muss auch zu Luna. Ja. Mann, ich bin so ein Volltrottel. Warum küsse ich Lynn einfach? Ich war mir zwar echt sicher, dass sie noch Gefühle für mich hat. Aber wenn sie mich nicht hasst, dann ist da vielleicht tief in ihr doch noch irgendwas drin. Falls du irgendeine Rede vorbereitet hast, spar sie dir. Hast du das Reden verlernt, oder? Nein. Aber es ist, glaube ich, egal, was ich sage. Du willst es nicht hören. Stimmt wohl. Können wir vielleicht trotzdem zusammen Bier trinken? Ich meine, wir müssen noch nicht reden. Was du nicht lassen kannst. Weißt du, wenn ich alleine trinke, muss ich einfach immer an die Zeit denken, die ich total verbockt habe. Dann die ganze Wut und den Frust und die Schuldgefühle. Ja. Ich habe mir sogar eben erst eine Flasche Wasser geholt, weißt du? Damit ich mir nicht vorkomme wie so ein Totalversager. Kann man dir jetzt gratulieren oder was erwartest du? Guten Durst und gute Nacht. Nacht. Gute Nacht. Kann ich dir vielleicht doch einen Rat geben? Hast du eine freie Meinung, mach was du willst. Wenn du Lynn zurückhaben möchtest, solltest du vielleicht ein bisschen reifer werden. Weißt du, Lynn ist junge Mutter geworden und sie hat ganz andere Prioritäten als du. Luna steht da im Vordergrund, weißt du, und dann braucht sie auch einen Mann an ihrer Seite, keinen Jungen. Mach einfach nicht die Fehler, die ich gemacht habe. Fertig? Super. Mann, das nervt mich gerade ein bisschen. Ich würde zwar niemals für Bruno zugeben, aber er hat vielleicht recht. Ich habe mich wirklich ein bisschen unreif gegenüber Lynn verhalten. Aber wie kann ich ihr beweisen, dass ich ihr heute die Sicherheit geben kann, die sie braucht? Habt ihr Bock auf eine Runde? Mhm. Klar. Komm doch! Okay. Komm doch! Scheiße! Ah, fuck, Alter. Scheiße. Hey, Lynn, das wollte ich nicht. Wir müssen ins Krankenhaus. Dadurch, dass das ja die letzten Wochen ein bisschen holprig war, machen wir ein Fotoshooting! Ich sehe aus wie ein Vollidiot.
Rick übertreibt's richtig. So Leute wie du Hallo. Können das tragen hier, das geht nicht. Ich hab's jetzt verstanden. Was meinst du denn, Leute wie ich? Frühstück. Wow, oh, das musst du gar nicht machen, das ist so süß. Und was wird das hier? Zimmerservice oder? Ich meine, wo sollen Paula und Marie schlafen? Unter der Brücke?